Hallo und willkommen zurück zum zweiten Teil des Abenteuers, das Ende der Trauer. Ja, wie wir bemerkt haben, sind wir hier falsch. Wir befinden uns hier im letzten Rätselraum des Abenteuers im Innern des Lichts. Und somit müssen wir uns gegen Westen wenden. Und ja, wir haben halt das andere Westen genommen. Also den Korridor auf die andere Seite gerannt und dort sollte es uns dann weiterführen. Aha. Viele Fässer. Oh, neuen Musiktitel freigeschaltet. Die Unterstadt. Okay, dann schauen wir mal. Suchen was? Da kommst du nicht hin. Was mit dem? Du suchst das Fass, aber du findest nichts Interessantes. Oh, was haben wir jetzt? Ei, jetzt bricht die Verbindung ab. Oh nein, es hat sich wieder gefangen. Da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Das liebe ich ja besonders. Tja. Wenn es hier nichts zu holen gibt, gehen wir mal weiter. Sie, was haben Sie im Lagerraum zu suchen gehabt? Also wirklich, ich glaube langsam, dass jeder Schub neuer Rekruten, den mir die Bürgermeisterin schickt, dümmer ist als der vorherige. Ich stecke bis über beide spitze Ohren in Papierkram und habe keine Zeit, sie auch noch zu babysitten. Laufen Sie nicht herum! Also stehen Sie nicht einfach herum und gaffen Sie mich an. Was haben Sie im Lagerraum gemacht? Lagerraum sprechen mit dem Dumm. Wir dachten, wir hätten eine Maus gesehen. Natürlich gibt es hier Mäuse, das rechtfertigt sie aber nicht, dass sie ihren Posten ohne Erlaubnis verlassen, oder? Entschuldigung, wird nicht wieder passieren. Entschuldigung? Sie sind ein Soldat der Todesgarde der Jorven. Sie sollten stolz und erhaben sein und nicht um Gnade winseln wie ein... Nehmen Sie Ihre Maske ab. Beweisen Sie mir, dass Sie ein Elf sind. Wir sind aufgeflogen. Schnell weg hier. Ah ja, wir teleportiert dich hastig zurück in den Korridor des Lichts. Da haben wir wohl die falschen Gesprächsoptionen gewählt. Ja, wir sollen nicht um Gnade winseln, dann sind wir doch jetzt mal etwas ruppiger. Werden wir der Spitzohrdame doch mal sagen, wo es lang geht. Huch. Bisschen raus, so. Auf ein neues. Sie, was haben Sie im Lagerraum zu suchen gehabt? Ja, also wirklich und so weiter. Babysitten und ja. Sprechen Sie nicht in diesem Ton mit mir. Da stimmt wohl etwas mit Ihrer Maske nicht. Soldat, Ihre Stimme klang so gedämpft, dass es gerade geklungen hatte, als hätten Sie eine unverschämte Antwort gegeben. Runter mit der Maske und sagen Sie das noch einmal. Wir sind aufgeflogen. Also, zu ruppig dürfen wir auch nicht werden. Aber alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Somit sollten wir doch jetzt die richtige Auswahl treffen, hoffe ich zumindest. Sieh, was haben Sie im Lagerraum zu suchen gehabt? Lagerraum? Ja, der Lagerraum. Wir haben Ihnen, als Sie der Todesgarde beigetreten sind, gesagt, dass die Tür zum Tempel des Lichts blockiert ist und der Raum eine Sackgasse ist. Was haben Sie da drinnen gemacht? Wir dachten, wir hätten eine Maus gesehen. Natürlich gibt es hier Mäuse, das rechtfertigt aber nicht, dass Sie den Posten ohne Erlaubnis verlassen, oder? Sie könnten die Essensvorräte anknabbern.
Wenn Sie dachten, es wäre ein Problem, warum haben Sie mir dann nicht Bescheid gesagt? Oh ja. Sie waren so beschäftigt, also haben wir uns drum gekümmert. Endlich sagen Sie einmal etwas Vernünftiges. Ich lasse es Ihnen diesmal durchgehen, aber lassen Sie sich nicht mehr im Lagerraum blicken. Vielleicht wird es Ihnen eine Lektion sein, diesen lästigen Archäologen eine Weile zu lang zu bewachen. Sie beide können die Wachen nebenan ablösen. Nachdem Sie die Wachen abgelöst haben, sagen Sie Istien Edern, dass er sich beeilen soll. Lord Jorvets Plan wartet auf ihn. Jo. Hauptmann der Todesgarde. Die hier? Sieht schon schön elfisch aus hier. Also, was ist mit euch? Nicht? Dann gucken wir mal hier. Ah, da stehen noch zwei Wachen. Istien Edern. Okay. Ich liebe Elfennamen. Sind Sie hier, um uns abzulösen? Das wird aber auch Zeit. Dieser Intellektuelle hat uns zu Tode gelangweilt. Okay. Schon wieder neue Wachen. Wenn Sie schon hier sein müssen, dann verhalten Sie sich bitte ruhig. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn mir Wachen über die Schultern schauen. Jetzt geht schon wieder der Sound weg. Ich ahne Schlimmes. Nee, es geht wohl. Die Befehlshaberin will, dass Sie sich beeilen. Ich könnte schneller arbeiten, wenn ich Lord Jorvets Plan kennen würde. Wie soll ich arbeiten, wenn ich nicht weiß, wie meine Arbeit in den Gesamtplan passen soll? Es tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht Ihre Schuld ist. Sie wissen wahrscheinlich noch weniger als ich. Wenn Sie die Dinge etwas beschleunigen wollen, könnte einer von Ihnen meinen neuesten Bericht zur Bürgermeisterin von Prifdinas bringen. Das sollten Sie tun. Ich bleibe hier und bewache Istien Edern. Vielleicht können Sie etwas über Lord Jorvets Plan herausfinden, während Sie dort sind. Ja, das machen wir doch. Auf nach Prifdinas. Istien Edern gibt dir einen Bericht. Dankeschön. Die Treppe in diesem Raum führt nach Prifdinas. Da haben wir eine Rätseltür. Die haben wir bestimmt auch noch vor uns. Da ist die Treppe. Okay, dann schauen wir uns jetzt Prifdinas an. Okay. Hungrige Elfe. Ein Gnomenkopf, da steht da drüben. Mensch, die haben aber alle Hunger. Ah, sehen auch hier dünn aus. Hey. Ah, da gehen wir doch mal hin. Bürgermeisterin von Prifdinas, genau, da müssen wir hin. Eine Elfe mit einem teuren Schmeid oder so. Guten Tag, Soldat. Haben Sie etwas für mich? Was auch immer es kann gar nicht langweiliger sein als der neueste Entwurf von Lord Jorvets Masterplan. Sie sollten froh sein, dass Sie gar nicht erst die Erlaubnis haben, ihn zu lesen.
Sie haben den Masterplan von Lord Jorvard? So ist es. Ich weiß, dass es ein Gerücht gab, dass seine Pläne scheitern, als die Verteidigungsmechanismen im Tempel des Lichts wieder aktiviert wurden. Aber das war nur ein kleiner Rückschlag. Die Details seines neuen Plans sind hier auf meinem Tisch. Ich bin der Einzige unter den Zivilisten, die ihn lesen darf. Der Plan wird streng geheim gehalten. Wenn einer unserer Feinde ihn in die Hände bekäme, wäre das eine Katastrophe. Da reiben wir uns doch schon mal die Hände. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wie wir da drankommen. Ich habe einen Bericht von Istien Edan. Noch einer? Lassen Sie mich raten, er beschwert sich darüber, dass er den Masterplan nicht einsehen darf. Er soll sich glücklich schätzen, dass er dieses langweilige Geschreibe von Lord Jorvard nicht sehen muss. Wie auch immer. Er ist ein zu großes Risiko. Diese Intellektuelle erachtet ihre verrückten Ideen immer für wichtiger als die Loyalität zum Clan. Wenn er den Masterplan sehen würde, würde er sich vielleicht weigern. Zu helfen? Und wo kämen wir denn auch hin? Dieser Bericht sollte mich beschäftigen, bis mein Mittagessen serviert wird. Ich erwarte eine Lieferung an gnomischem Essen aus Aprosandra. Ich kann einfach nicht von selben Fraß leben, den das einfache Volk essen muss. Ganz schön hochgestochen, die Dame. Wissen Sie? Wenn Sie sich nützlich machen wollen, können Sie die Lieferung für mich überprüfen. Ich will nicht selbst nachsehen müssen. Die Bürgermeisterin nimmt den Bericht. Ja, ja, ja. Ist ja krass. Alles ist am Hungern und die will ihr das feinste Essen sich reinziehen. Die schmeckt mir ja schon gut, die Dame. Werden wir erstmal um den Masterplan erleichtern. Schauen wir mal. Ja, das ist schick, das Häuschen von ihr. Die Jungs kriegen hier nur Zelte. So, dann wollen wir mal sehen. Den Gnomenkopf, da habe ich ja schon... Oh, was ist denn hier? Zurück mit euch. Das Essen ist für die Bürgermeisterin, nicht für den allgemeinen Verzehr. Gib es uns, wir verhungern. Ha, das ist gut, ja. Die Bürgermeisterin möchte, dass sie das Essen ans Volk verteilen. Wirklich? Nun, wenn Sie das sagen... Ich werde heute ruhiger schlafen, jetzt wo ich weiß, dass diese Leute etwas zu essen haben. Gelobt sei Seren für die Bürgermeisterin. Ich habe noch nie so gutes Essen gegessen. Na, da haben wir doch mal eine gute Tat gemacht. Gelobt sei Seren für die Bürgermeisterin. Ich habe noch nie so gutes Essen gegessen. Die können wir nur untersuchen. Nahrungsmittel. Okay. Dann mal zurück. Weiter zum Ränkeschmieden. Wäre doch gelacht, wenn wir die hochnäsige Dame nicht austricksen können. So, Lady. Ich hoffe, mein gnomisches Essen kommt bald. An, ich will nicht selbst nachsehen gehen müssen. Die Wachen verteilen es an die Menge. Was? Das ist inakzeptabel. Dieses Essen gehört mir. Die gewöhnlichen Elfen dürfen es nicht anfassen. Bleiben Sie hier und bewachen Sie den Masterplan, der auf meinem Tisch liegt. Ich werde mich um diesen Skandal kümmern. Nehmen Jorvards Masterplan. Dankeschön. Okay, den hätten wir.
Das Dokument ist lang und verworren, aber es fällt ein markanter Satz auf. Groß angelegte Umwandlung quasi elfischer Ressourcen in nekromantische Macht. Aha. Okay, jetzt sollten wir uns schleunigst hier verpieseln, bevor wir noch auffallen. Aber eigentlich müssten wir ja die Jungs hier auf unserer Seite haben. Und dann gehen wir mal wieder zurück zu Ariane Wynn und Mr. Edern. Ich warte hier, während Sie den Bericht diese Treppen hinauf zur Bürgermeisterin bringen. Versuchen Sie herauszufinden, was Lord Jorvard plant, während Sie dort oben sind. Ja, in Ordnung. Das bringt uns ja jetzt gar nicht weiter. Jetzt haben wir hier den dicken Masterplan. Keiner will wissen, was los ist. So, was machen wir jetzt? Wir könnten ja, nach Lethea macht ja keinen Sinn. Tja, dann sprecht mal mit ihm mal. Ich wünschte, ich würde den Plan von Lord Jorvard kennen. Ja, ich auch. Ich habe hier ein Dokument mit Lord Jorvards Plänen. Ha, jetzt mussten wir ihn ansprechen. Der Jorvard Masterplan? Wie haben Sie die Bürgermeisterin überzeugt? Nein, antworten Sie nicht darauf. Lassen Sie ihn mich zuerst lesen. Istin Edern liest rasch das Dokument. Mal sehen. Groß angelegte Umwandlung quasi elfischer Ressourcen in nekromantische Macht. Das bedeutet, Lord Jorvard plant, die gesamte Bevölkerung von West Adun zu ermorden. Er hat gut daran getan. Ihr habt gut daran getan, das vor mir geheim zu halten. Wenn ich gewusst hätte, was er plant, hätte ich ihm nicht geholfen. Menschen sind niedrige Kreaturen. Aber das heißt nicht, dass sie gar keine Rechte haben. Woher wissen Sie, dass er sie töten will? So steht es im Plan. Groß angelegte Umwandlung quasi elfischer Ressourcen in nekromantische Macht. Quasi elf ist unser Fachausdruck für Mensch. Sie sehen mehr oder weniger wie Elfen aus, sind es aber nicht. Quasi elfische Ressourcen sind die Menschen, die von der Todesgarde in West Adun beherrscht werden. Was bringt das Lord Jorvard? Lord Jorvard will den Dunkellord beschwören, um mit dessen Macht Prifdinas neu zu erbauen. Ich weiß nicht, was der Dunkle Lord ist, aber soweit wie ich es verstanden habe, hat es etwas mit dem Tod und dem Tempel des Lichts zu tun. Lord Jorvards ursprünglicher Plan wäre es, den dunklen Lord mit Hilfe des Tempels des Lichts zu beschwören, aber er musste diesen Plan aufgeben, als die Verteidigungsmechanismen des Tempels wieder aktiviert wurden. Es sieht aus, als hätte er jetzt den Plan, den Tempel des Lichts zu benutzen, ganz aufgegeben und will den dunklen Lord durch dessen Verbindung zum Tod beschwören, indem er eine große Menge Menschen tötet. Schwein. Woher wissen Sie, dass er tötet? Wie können wir ihn aufhalten? Ich weiß es nicht. Ich kann ihn eine Weile lang hinhalten, aber früher oder später wird er mich durch jemand Fügsameren ersetzen. Ich glaube, ich weiß, was wir tun können, Seelentrip. Es ist Zeit für sie, nach Adun zu reisen, zurückzukehren. Die Menschen in West Adun werden unterdrückt, aber sie sind nicht völlig gefügig. Mit den richtigen Anreizen können sie die Todesgarde stürzen. Moment,
Wer sind Sie beide? Sie sind keine Todesgardisten. Ich glaube, dass wir Ihnen vertrauen können, Istien. Ich werde Ihnen alles genauer erklären, sobald Seelentrip auf seinem Weg ist. Seelentrip, bringen Sie den Jorvat Masterplan zu Bravek, dem Hauptmann der Stadtwache von West Adun, und Ratsmitglied Hargrive in Ost Adun. Erklären Sie ihnen den Plan, so wie Istien Edern es uns erklärt hat. Es ist Zeit für eine Revolution. Ja, das denke ich doch auch mal. Das wird höchste Zeit. So, Seelentrip, bringen Sie das haben wir schon. Können Sie mich zurück nach Lethea teleportieren? Da wären wir dann auch. So. Gehen wir erstmal in die Bank. Ja, ihr Lieben. Jetzt haben wir ja die schrecklichen Gräueltaten von Lord Jorvat aufgedeckt. Und ich denke, da verabschiede ich mich erstmal für den zweiten Teil. Wir werden dann im dritten Teil weitermachen und eine kräftige Revolution starten. Wir lassen uns nicht abmeucheln in Adun. Das kommt gar nicht in Frage. Da werden wir schon etwas gegenwirken. Ja, somit heißt es also im nächsten Teil auf nach Adun. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dann.